Hey Leute, ich bin's Brady und wir spielen Paper Mario 2. Im letzten Part gab's eine Inzestknutscherei und volle Gang War gegen Pikachu mit unserer Hood Homie. Wir haben sie abgeknallt. Bam, bam, bam. Nein, haben wir nicht. Wow. Okay, wir gehen mal weiter. Was zum? Ich finde es irgendwie dumm, dass man die Bubis im Kampf nicht. Was zum? Ultra Lag. Ah, es geht wieder. Ja, was wollte ich sagen? Ich finde es dumm, dass mir die. Wie unfair ist das denn? Der spawnt direkt in mir, wenn ich rauskomme. Ich habe exzellent erzielt! Unterhalte! Awesome! Und es geht weiter! So! Immer noch unterwegs mit unserer Bubo-Armee, mit unserer Schatten-Armee. Und ich habe eine FPS-Anzahl von 50, was ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann. Ich meine, es sind Schatten! Die können doch nicht so viele Ressourcen fressen! Oder können sie? Ah nein, anscheinend können sie es. Oh mein Gott! Neongrüne Lichter! Was? Doch keine Raver-Party? Okay, ich höre auf. Was war das denn? Was ist passiert? Uiuiuiui. Wir haben die Nazis, die Bubis gefangen genommen. Ihr Spatzenhirne, ihr seid mir voll in die Falle gegangen. Das hat mich inspiriert, als ich euch so zusammen kleben sah. Ich habe euch reingelegt mit meinem Podest. Was für Einfallspinsel. Ich lach mich gerade. Nein, schief. Jetzt, wo ihr mir aus dem Weg seid, kann ich ganz in Ruhe das Sternjuwel suchen. Boah, wie ich da einfach rauskomme. Mit meinem Fluch. Mario, was sollen wir nur tun? Irgendwie müssen wir hier wieder rauskommen. Ja, ihr? Nö. Tschüss. Viel Spaß da drin. Oh, Mario, mein Held. Wir sollten die süßen Bubis irgendwie rausholen. Ach kommt, ey, als würden die mich interessieren. Ich bin weg. Bye, bye. So. Ja, wie es aussieht, müssen wir die Bubis befreien. Nun hier. Oh, diese vier Symbole auf den. Warum höre ich keine Musik? Egal. Oh, diese vier Symbole auf den Säulen. Mir ist, als hätte ich die schon mal gesehen. Bam. Berührt. Berühren. Oh, was war das? Der ganze Baum hat sich gezittert. Hat ja gezittert, meine ich. Irgendetwas haben wir nun ausgelöst. Okay. Diese Reihenfolge müsst ihr euch merken. Sonne, Mond, irgend so ein Viech und Stern. Sieht aus wie ein vollgefressener Pac-Man. Egal. So, ihr könnt alle wieder aufatmen, denn der Ali hat wieder Sounds. Das hab ich gerade komisch ausgesprochen. Sounds. Jo, wir sind wieder hier, wo wir die Pikachus zum ersten Mal besiegt haben. Und wir gehen nochmal hier durch, denn hier hat sich etwas verändert. Der Baum hat sich voll verändert. Okay. Erinnert ihr euch noch an die Reihenfolge? Erst war es die Sonne. Sonne, Sonne. Dann der Mond. Dann der vollgefressene Pac-Man. Oder Bubu. Wie auch immer. Und ein Stern. Nö, nein. Okay. Wow. Diese unglaublichen Animationen, die wir durch den Emulator sehen können. War das nicht schön? Schwarze Tetris-Blöcke. So. Und rein da. Oh, gibt's wieder einen Fluch? Aber erst die Gegend erkunden oder untersuchen. Vielleicht ist hier irgendwo ein Sternsplitter. Nee, anscheinend nicht. Okay. Kein Fluch. Superstiefel erhalten! Yay! Was macht Toadette hier? Hallo, ich bin Titania. So heißt meine Mom. Du erhältst Superstiefel. Herzlichen Glückwunsch. Damit wird deine Angriffskraft beim Sprung erhöht. Außerdem kannst du eine neue Technik anwenden. Probieren wir es. Wenn du beim Sprung A drückst, führst du eine Stampfattacke aus. Achte dabei auf dein Timing. Okay. Ching! Schaut, sie wird glatt rot. Großartig. Das war super. Möchtest du nochmal? No? Gut. Und sie ist nicht mehr rot. Du beherrschst jetzt die Stampfattacke. Und du kannst damit auch ganz andere Dinge machen. Mit der Stampfattacke kannst du Bodenflächen wie diese hier zerstören. Unglaublich. Unglaublich, Leute. Und noch etwas. Du kannst die Stampfattacke auch im Kampf benutzen. Also bis bald. Viel Glück. Arsch. Okay.
Alles klar, wir können die Stampfattacke ausführen und das werden wir direkt hier anwenden. Mal schauen, wo wir hinkommen. Komm schon, Mario. Yay. Was denn hier los? Wie komme ich denn da an? Ach ja, ja klar. Ich habe das Spiel zu lange nicht mehr gespielt. Hol's mir! Besorg's mir! Charge erhalten. Mario kann Charge-Menü-Taktik auswählen. Oh, interessant. Und ein Shine-Sprite. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir gehen... Ach nee, warte. Hier waren ziemlich viele von denen. Also von den Falltüren. War hier eine? Naja, wie dem auch sei. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder bei den gefangenen Bubus bis gleich. Wie ich euch einfach nicht retten werde, weil ich assig bin. Ach, wie ich ständig wie ich sage. Danke an Massive Null und Sui an dieser Stelle. Die haben mich damit angesteckt. Wie die mich damit angesteckt haben. So. Befreiungsaktion! Wuhu! Yay! Super Mario, da können wir raus! Dann kommt's! Warum ist nur einer mitbekommen? Hallo, wollt ihr mich verarschen? Jetzt kommt er raus! Was soll das? Könnt ihr da nicht einfach ins Loch springen? Leute, passt auf, ich zeig euch das nochmal. Und Sprung! Sprung! So, einfach hier runter. Ach Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein, okay? Gut Leute, dann würde ich sagen, ich gehe nochmal zu der Oma und werde die Bubus nochmal alle beschwören. Also bis gleich! Puh, Leute, war das denn auch mal, die ganzen Bubus da zu befreien? Also echt, das Spiel versteht sich, also das Kapitel zumindest versteht sich überhaupt nicht mit dem Emulator. Wie dem auch sei. Bam! Nochmal. Ich will da aber nicht runterfallen. Yes! Es hat funktioniert, okay. Und jetzt pusten wir euch runter. So. Und ich hoffe, es funktioniert. So. Ist da noch jemand? Nein. Okay, der Grund, warum ich diesen Sprung nach unten geschnitten habe, ist halt der, dass meine ganzen Bubus auf einmal weg waren, als ich unten war. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Und erst als ich die Röhre benutzt habe, waren sie wieder da. Aber wie gesagt, das alles betrifft nur das zweite Kapitel, da müsst ihr euch echt keine Sorgen machen. Wenn wir das zweite Kapitel hinter uns haben, ist alles okay. Okay. So wie DJ es sagen würde. Alles klar, okay, wir haben noch alle unsere 111 Bubus. 111 Bubus. So, und wir werden wieder angegriffen von irgendwelchen Alien-Viechern. Verdammt. Sorry, man, Fresh. Ich hab so ein bisschen. Okay, wie dem auch sei, wir führen die Stampfattacke aus. Und so sieht sie aus. Ich mach 3 Schaden. Alles klar. So, und du benutzt mal den Hurricane, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock habe, gegen die zu kämpfen. Also, drücke H. Was? Hä? Drücke A, wie auf dem Bildschirm angezeigt. So, oh, na. Ja, so gut. Und ich höre die Musik doppelt. Awesome. Yay. Komm schon, kontern. Kontern! Verdammt. Mann, ihr seid so eine Pussis. Das war jetzt aber. So, loslassen, 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 loslassen und das sieht aus. Und das macht natürlich gar nichts. Damit habe ich nur den Schutzschild von dem einen zerstört. Ach Mann, ich mag die nicht. Die sind doof. Doof. So, und was machst du? Haha, super. So, alles klar. Mit die 2? Warum sind die eigentlich so nervige Gegner? Wow, den zu treffen ist nicht leicht. Aber du hast es trotzdem geschafft. Du fette Wolke, du. Wir haben alles nur Bubus als Zuschauer, merke ich gerade. Das ist unsere Armee. Irgendwie cool. Alles klar. So, und gleich macht er sich wieder einen neuen Schutzschild, was überhaupt keinen Sinn macht. Also das macht schon Sinn, aber der Angriff von uns hätte keinen Sinn gemacht. Und Mann, jetzt hör auf damit. Das ist so pussy-like. So, und jetzt stirb. Noch getroffen habe. Aber ich muss eigentlich nur ins Visier kommen. So. 2 HP hast du. So. Deine Existenz wird nicht mehr gebraucht. Und wir halten. Na toll. 3 Sternpunkte fehlen uns bis zum Level Up. Irgendwie ärgerlich. Aber nur ein bisschen. So. Hier rein. Oder wenn ich umschaue. Vielleicht ist hier irgendwo ein Sternsplitter. Aber ehrlich gesagt, ich gehe da lieber schnell rein, bevor meine Framerate explodiert. Ich habe da ja nur noch 50. Jetzt wieder 60. Ist ein bisschen komisch alles. So. Was nun?
Ja, jetzt bin ich unten, okay. So, wie könnt ihr mir folgen? Was sind das eigentlich für Dinger? Warum sind wir 98? Wo sind die anderen drei? 30? 11? 8? Was zum... Das sind jetzt aber nicht solche Dinger, die meine Bubus auffressen oder so. Oder? Und ich habe eine Framerate von 8. Dieses Kapitel liebe ich über alles, wie ich nicht sehen kann. Och Mann, Mario, jetzt geh da schnell rein. Oh, bevor dich der Ruckel auffrisst. Komm schon, du schaffst es. Du bist der Klempner. Du kletterst durch Röhre. Ach, geschafft. Jetzt sag mir aber nicht, dass meine Bubus weg sind. Das wäre ziemlich gay. Leute, wir sehen uns gleich. Oder wisst ihr was? Ich mache hier Schluss. Ich versuche im nächsten Part meine Bubus aufzutreiben und dann machen wir hier weiter. Alles klar? Bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 2. Tschüsschen.